Grenzüberschreitung. Die Ukraine wirft Russland vor, im Osten des Landes einmarschiert zu sein. Moskau dementiert das. Was stimmt nun und wie kann es weitergehen? Wir sprechen live mit Christian Wierschütz in Donetsk und mit unseren Korrespondentinnen in Moskau, Brüssel und Washington, mit Carola Schneider, Cornelia Primosch und mit Hannelore Veit. Zweifel an Neustart. Was bringt der überraschende Obmannwechsel der ÖVP? Wir fragen Meinungsforscher. Spurlos verschwunden. Fast ein halbes Jahr nach dem Unglück gibt es Verschwinden von Flug MH370 über dem Indischen Ozean. Neue Rätsel auf. Die ZIP 2 mit Lou Lorenz-Dittelbacher. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir beginnen mit dem großen außenpolitischen Thema des Tages und stehen zunächst einmal vor einer großen Diskrepanz. Denn die Ukraine behauptet, Russland habe in den vergangenen 24 Stunden mit einer Invasion im Osten des Landes begonnen. Bis zu 4000 russische Soldaten seien daran beteiligt. Moskau dementiert das. Kein einziger russischer Soldat sei im Land. Wir wollen diesen Widerspruch in den kommenden Minuten auflösen, vor allem aber klären, ob die Diplomatie in diesem Konflikt noch eine Chance hat und wenn ja, wie die aussieht. Kämpfen bei diesen Straßenschlachten in Donetsk heute auch russische Soldaten an der Seite der Separatisten oder bei diesem Angriff auf eine Schule? Die Meinungen darüber können unterschiedlicher nicht sein. Laut Kiew gab es vergangene Nacht einen Einmarsch russischer Truppen. Ich habe deshalb sogar meinen Besuch in der Türkei abgesagt. Der Platz des Präsidenten ist heute in Kiew. Die NATO spricht von 1000 Soldaten, die derzeit in der Ukraine kämpfen und untermauert das mit Satellitenfotos. Wir haben große Mengen an schweren Waffen inklusive Luftabwehrsystem und Panzer in der Ostukraine nachweisen können. Es sind sogar 4000 russische Soldaten, sagt der Separatistenführer. Auch reguläre russische Soldaten befinden sich in unseren Reihen. Das haben wir nie bestritten. Sie verbringen ihren Urlaub mit uns an der Front. Moskau weist die Vorwürfe eines Einmarschs in der Ukraine erneut entschieden zurück. Auch der russische OSZE-Botschafter bei einer Dringlichkeitssitzung in Wien. Nein, es gibt keine russischen Soldaten in der Ukraine, außer einer Einheit von etwa 10 Fallschirmjägern, die vor 2 Tagen versehentlich die Grenze überquert haben. Aussage also gegen Aussage. Eindeutig scheint jedoch zu sein, dass die Offensive der ukrainischen Armee in den letzten Tagen starke Dämpfe erlitten hat. Die Rebellen haben nun angeblich eine zweite Front aufgemacht. Im Visier ist eine Landverbindung von der Krim nach Mariupol. Die Stadt Nowoossowsk sollen sie heute eingenommen haben. Aber auch um die Städte Lugansk und Donetsk wird noch immer gekämpft. 15 Zivilisten sollen heute wieder in Donetsk ums Leben gekommen sein. Viele Autos und Häuser sind ausgebrannt. Was zurückbleibt, ist ein Bild der Verzweiflung. Und wir schalten jetzt live zu unserem Korrespondenten Christian Wierschütz nach Donetsk. Herr Wierschütz, beginnen wir mal mit der Verwirrung von heute Vormittag. Da wurde zunächst über eine Truppenbewegung berichtet. Dann hat es geheißen, Russland habe mit einer Invasion begonnen und schließlich Russland habe eine ganze Stadt eingenommen oder russische Truppen. Dazu die Dementis aus Moskau. Was stimmt denn jetzt? Nun, richtig ist, dass die Stadt Nowoossowsk 45 Kilometer von Mariupol gefallen ist. Richtig ist, dass Freischärler aus Russland hier kämpfen und damit hört die gesicherte Information derzeit auf. Denn wenn man sich etwa die Satellitenbilder anschaut, die die NATO veröffentlicht hat, kann man dort schweres Gerät erkennen, aber es ist nicht erkennbar, ob das reguläre russische Einheiten sind. Da müsste man etwa Nummernschilder sehen und man müsste auch sehen, ob es dort Uniformabzeichen gibt aus russischen Verbänden. Solange man das alles nicht wirklich selbst gesehen hat, kann man nicht bestätigen, dass es reguläre russische Einheiten mit einem Kampfauftrag aus Moskau in der Ukraine gibt. Dass es in den vergangenen Stunden, in den vergangenen Tagen eine neue Dynamik in diesem Konflikt gegeben hat, das ist wohl unbestritten. Aber aus Ihrer Sicht, in welche Richtung geht diese Dynamik? In eine Pattsituation.
Wir hatten vor etwa 2 Monaten starke Geländegewinne der Ukrainer. Da hat es so ausgesehen, dass die pro-russischen Rebellen wirklich am Ende sein könnten in einigen Wochen. Jetzt die massiven Rückschläge. Noch einmal, das ist abgesehen von der generellen Schwäche der ukrainischen Streitkräfte sicher nie durch Einsatz aus Russland erklärbar, mannmäßig wie militärisch. Und wenn Mariupol beispielsweise wirklich wieder in die Hand der Rebellen fallen sollte, dann hätten die einen ganz wichtigen Hafen, 3 große Stahlwerke in der Hand. Damit käme man dann wieder auf ein Territorium, mit dem man vielleicht einen Staat bilden könnte. Sprich, ihre Verhandlungsposition mit Kiew wäre viel besser, weil die derzeitige Größe ihres Territoriums reicht für die Bildung eines Staates oder irgendeines derartigen Gebildes nicht aus. Also die nächsten Tage werden zeigen, welche Kräfteverhältnisse es gibt und welche Verhandlungspositionen dann möglicherweise hier geschaffen werden. Vielen Dank, Christian Werschütz, für diesen Bericht live aus Donetsk. Die Ukraine appelliert an den Westen, ihr beizustehen. Militärische Hilfe bleibt wohl zumindest vorerst ein Tabu. Das weiß auch der ukrainische Ministerpräsident Jatsenyuk. Er hat seinen Appell heute so formuliert. Wir fordern die EU und die USA auf, das gesamte russische Vermögen einzufrieren, bis Russland seine Truppen, sein Militär zurückzieht und aufhört, die Rebellen zu unterstützen. Ja, was werden Europa und die USA dazu beitragen, den Ukraine-Konflikt friedlich zu lösen? Das möchte ich jetzt mit unseren Korrespondentinnen in Moskau, in Brüssel und in Washington besprechen. Ich begrüße Carola Schneider, Cornelia Primosch und Hannelore Veit. Carola Schneider, beginnen wir in Moskau. Beginnen wir mit der russischen Argumentation, wonach es überhaupt keine russischen Soldaten gegeben habe in den vergangenen Stunden in der Ukraine, abgesehen von denen, die dort Urlaub machen. Wir haben gehört, da steht nicht nur die Argumentation aus Kiew dem im Wege, sondern auch die Satellitenkarten, die heute die NATO veröffentlicht hat. Wie glaubwürdig steht Moskau da heute da? Diese Argumentation wird fast stündlich weniger glaubwürdig. Ebenso unglaubwürdig, wie dass die Soldaten dort Urlaub machen, ist ja auch die Geschichte mit den russischen Fallschirmspringern, die vor wenigen Tagen dort verhaftet worden sind und sich, das hat auch Wladimir Putin gesagt, angeblich dorthin verirrt haben. Zumal es jetzt auch in den letzten Tagen immer mehr Berichte gibt, die sehr glaubwürdig sind. Auch die sehr renommierte und glaubwürdige Vereinigung der Soldatenmütter hier in Russland erzählt, dass wirklich viele Soldaten gezwungen werden, von ihren Dienstgebern in der Ostukraine Dienst zu versehen. Diese Soldaten wollen dort nicht hin. Man sagt ihnen offiziell, sie müssten an Übungen teilnehmen, an ganz anderen Landesteilen in Russland. Und sie landen dann in der Ostukraine. Sie kommen oft verletzt zurück, manchmal auch tot. Diese medizinischen Behandlungen hier in Russland, auch die Beerdigungen, finden streng geheim statt. Die Familien werden zum Schweigen gezwungen. Journalisten, die das berichten wollen, werden unter Druck gesetzt. Also es mehren sich wirklich die Berichte, dass natürlich russische Soldaten, ob jetzt verdeckt oder offiziell, tatsächlich in der Ostukraine unterwegs sind. Und es scheint immer mehr, als ob wir etwas Ähnliches sehen wie damals bei der Krim-Annexion im März. Da waren auch viele grüne Männchen auf der Krim ohne Hoheitsabzeichen. Putin hat wochenlang gesagt, das ist nicht, Russland hat damit nichts zu tun. Und wenige Wochen nach der Annexion war es dann so, dass er gesagt hat, natürlich waren das russische Soldaten. Der UNO-Sicherheitsrat Hannelore Veit berät derzeit in einer sehr kurzfristig einberufenen Sitzung in New York über die Lage in der Ukraine. Was ist denn von dieser Sitzung zu erwarten, außer weiteren Appellen nach einer friedlichen Lösung und weiteren Warnungen? Nicht viel anderes. Die Sicherheitsratssitzung ist vor einer halben Stunde zu Ende gegangen und es bietet sich hier ein ganz ähnliches Bild wie schon heute früh bei der OSZE-Sitzung in Wien, nämlich 2 völlig verschiedene Realitäten. Auf der einen Seite der Westen, der sagt, Russland lässt die Situation eskalieren, schickt Truppen dorthin. Auf der anderen Seite Russland, das sagt, nein, es ist die Ukraine, die die Situation eskalieren lässt. Tschurkin sagt heute, es spricht zwar nicht mehr davon, dass es jetzt keine Truppen gibt. Er sagt aber, das sind ja alles nur freiwillige Tschurkin, der russische Botschafter bei der UNO in New York. Es ist auch hier darum nicht gegangen, einen Beschluss zu fassen, sondern ist eigentlich um die Symbolik gegangen. Dieser Konflikt ist jetzt so wichtig geworden, hat die
ist jetzt so weit eskaliert, dass die ganze Welt, dass der UNO-Sicherheitsrat sich damit beschäftigt. Der UNO-Sicherheitsrat berät also jetzt. Cornelia Primosch, am Samstag wird es dann einen EU-Gipfel in Brüssel geben. Schon heute haben sich einige europäische Spitzenpolitiker aus der Deckung gewagt, weitere Sanktionen gegen Russland gefordert, wie etwa die deutsche Bundeskanzlerin Merkel. Wird da also am Samstag noch einmal nachgelegt? Ja, unbeantwortet lassen kann die EU die aktuelle Eskalation der Lage nicht. Damit wird sie ja jedwede Glaubwürdigkeit verlieren. Und ja, es deutet vieles auf neue Sanktionen hin. Es gibt ja diesen dreistufigen Sanktionsplan. Derzeit stehen wir sozusagen auf Stufe 2,5. Eine Möglichkeit wäre, dass jetzt am Samstag beim EU-Gipfel Stufe 3, also diese Wirtschaftssanktionen, ausgerufen werden. Oder es werden noch weitere Möglichkeiten am bestehenden Level ausgeschöpft. Zum Beispiel könnte auch der Erdgassektor in Russland mit einbezogen werden. Das war ja schon mal geplant, dass entsprechende Hochtechnologie nicht mehr nach Russland exportiert werden soll, wurde dann aber verworfen. Und ebenso könnten weitere russische Finanzinstitute auf die Sanktionenliste kommen. Denn gerade das Verbannen von den Finanzmärkten, das hat schon seine Wirkung gezeigt. Also am Samstag, da dürften die 28 am Gipfel nicht ihr gesamtes Pulver verschießen. Ich denke, es wird nach oben hin noch Luft gelassen. Immerhin weiß man ja nicht, wie lange diese Krise noch dauern kann. Man steht auf Stufe 2,5, haben Sie das genannt. Das bedeutet, es gibt Einreiseverbote gegen einige Herrschaften, die da auf diesen Listen zu finden sind, Kontensperren. Es gibt auch schon Wirtschaftssanktionen. Aber man muss sich natürlich schon die Frage stellen, was haben all diese Sanktionen bisher gebracht? Ja gut, okay, mit diesen Sanktionen hat keiner eine Freude, vor allem weil sie ja erwartungsgemäß zu Gegensanktionen geführt haben und gerade die europäischen Landwirte, die trifft das ja jetzt schon sehr schmerzlich. Allerdings sind diese Sanktionen nicht ohne Wirkung, wird zumindest hier in Brüssel beteuert. Eben beispielsweise diese Finanzmarktbeschränkungen, die zeigen durchaus Kraft. Und Sanktionen sind jetzt kein schnelles Allheilmittel, hier geht es um eine langfristige Methode. Und beispielsweise haben ja beim Iran die Sanktionen dazu geführt, dass wieder in den Atomstreit Bewegung gekommen ist. In Brüssel, in Europa hofft man also, dass diese Sanktionen etwas bringen. Bisher, Carola Schneider, hat sich Präsident Putin von diesen Sanktionen aber unbeeindruckt gezeigt. Was wären denn Maßnahmen, die Putin tatsächlich beeindrucken? Ich denke, weitere Sanktionen sind es nicht. Es wäre ein Gesichtsverlust, ein immenser für Putin, wenn er sich von Sanktionen des Westens in die Knie zwingen lassen würde. Er sieht Russland als wiedererstarkte Großmacht, die sich sicher nicht vom Westen die Politik aufdiktieren lässt. Putin will mitreden in der Ukraine. Er will, dass die Ukraine instabil, chaotisch bleibt, dass ihr Weg Richtung Westen, Richtung Demokratie möglichst steinig ist. Und das ist für ihn ein Hebel, um russische Interessen durchzusetzen. Wenn die Ukraine schon nicht der Zollunion unter Russland beitritt, sondern sich Richtung Europa wendet, dann will er zumindest gewisse wirtschaftliche und politische Interessen dort vertreten wissen. Und bevor er nicht Zugeständnisse der Ukraine, des Westens in diese Richtung bekommt, wird er sich von seinem Kurs nicht abbringen lassen. Das Weiße Haus, Annelore Veit, hat für 22 Uhr ein Statement von US-Präsident Obama angekündigt. Es ist jetzt etwa 22.14 Uhr. Hat dieses Statement schon begonnen? Ja, Obama redet jetzt gerade, während wir hier reden. Was er zu sagen hat, das wird wahrscheinlich erst in den nächsten Sendungen dann zu diskutieren sein. Das einzige offizielle Statement, das es heute bis jetzt gegeben hat, ist aus dem Außenministerium gekommen. Und auch da ist es gegangen darum, was können die USA denn tun in diesem Konflikt? Möglich ist eine Erweiterung der Sanktionen, wobei hier wieder betont worden ist, die USA wollen das ganz sicher nicht alleine machen, sie wollen das nur in Verbindung mit ihren europäischen Partnern machen. Und eines ist auch ganz klar, die Ukraine bittet zwar um Waffen, aber es wird keine Waffen, es wird keine, wie es hier heißt, non-lethal Support geben. Das heißt, alles, was die USA bereit sind zur Verfügung zu stellen, das ist Ausrüstung, etwa Zelte, Uniformen, das sind Militärberater, das sind Ausbildner, aber militärische Hilfe ist ein Tabu. Vielen Dank, Annelore Veit in Washington. Danke, Cornelia Primosch in Brüssel und Carola Schneider in Moskau. Und wenn US-Präsident Obama etwas Wichtiges sagt in den kommenden Minuten, dann erfahren Sie es natürlich noch in dieser Sendung. Ansonsten halten wir Sie in der ZIP24 dann auf dem Laufenden.
Die UNO beschäftigt heute noch ein zweites großes Thema, und zwar eine Geiselnahme ihrer Soldaten auf den Golanhöhen im Grenzgebiet zwischen Israel und Syrien. 43 Soldaten der UNO-Beobachtermission sind dort von radikalen Islamisten gefangen genommen worden. Sie sind im Krieg zwischen der syrischen Armee und Rebellen zwischen die Fronten geraten. Die UNO-Blauhelme am Golan leben seit dem Ausbruch der Kämpfe in Syrien besonders gefährlich. Österreich beteiligt sich deshalb schon seit einem Jahr nicht mehr an der Friedensmission, die über lange Zeit eines der internationalen Aushängeschilder des österreichischen Bundesheeres war. Der Blick nach Syrien verheißt nichts Gutes. Die Armee von Präsident Assad liefert sich heftige Kämpfe mit den Rebellen, quasi vor der Haustüre des UNO-Kontingents am Golan. Der Übergang zwischen Syrien und Israel bei Quneitra ist in der Hand der Extremisten der Al-Nusra-Front. Wahrscheinlich geht die Gefangennahme der 43 Blauhelme auch auf ihr Konto. Die Mitglieder des Sicherheitsrates verurteilen die Gefangennahme von 43 Soldaten der Friedensmission der Vereinten Nationen scharf. Der Sicherheitsrat verlangt die sofortige und bedingungslose Freilassung der UNO-Soldaten. Außerdem sind 81 weitere Blauhelme von den Philippinen an ihren Standorten am Golan von bewaffneten Truppen eingekesselt. Bereits im vergangenen Jahr waren Blauhelme in die Gewalt syrischer Rebellen geraten. Nach einigen Tagen wurden sie unversehrt wieder freigelassen. Allerdings, so heißt es, wären die damaligen Rebellen weniger extremistisch gewesen als die Al-Nusra-Milizen. Die Al-Nusra-Front ist ein Teil des Al-Qaida-Netzwerks und war bisher eher im Norden Syriens aktiv. Dort wurden ihre Kämpfer allerdings von den Truppen der noch radikaleren Terrorgruppe IS zurückgedrängt. Die gefangen genommenen Blauhelme von den Fidschi-Inseln waren an der sogenannten Position 27 postiert, wo jahrzehntelang auch Soldaten des österreichischen Bundesheeres stationiert waren. Seit der Einrichtung der UNO-Friedensmission 1974 stellte Österreich das größte Kontingent am Golan. Bis Juni 2013, da beschließt die Bundesregierung, die heimischen Blauhelme zurückzuholen. Aufgrund der Eskalation der Gewalt in Syrien sei die Sicherheit der Soldaten nicht mehr gewährleistet, heißt es damals. Am 31. Juli 2013 kehren die letzten österreichischen Soldaten vom Golan zurück. Und damit kommen wir zur österreichischen Innenpolitik, die spätestens seit dem überraschenden Rücktritt von ÖVP-Obmann Michael Spindlegger aus dem Sommerloch wieder aufgetaucht ist. Noch ist der neue Obmann Reinhold Mitterlehner mit der Suche nach einem Finanzminister beschäftigt. Dann aber warten noch härtere Aufgaben. Er muss seine Partei wieder vereinen, nachdem es in den vergangenen Wochen ja mehrere Querschüsse aus den Ländern gegeben hat. Wird dem neuen Chef der Neustart der Partei gelingen? Und welche Hürden muss Reinhold Mitterlehner dabei bewältigen? Simone Striebel hat sich bei Meinungsforschern umgehört. Lichtenfelsgasse Nummer 7, das zumindest offizielle Machtzentrum der ÖVP. Hier werden Parteichefs ernannt. Hier ist immer dann etwas los, wenn es Turbulenzen in der Partei gibt. So wie diese Woche. Am Dienstag ist Reinhold Mitterlehner als Wirtschaftsminister in die Zentrale hinein und als Wirtschaftsminister und ÖVP-Chef hinausgegangen. Aber welche Partei übernimmt er da eigentlich? Die Meinungsforscher erklären die österreichische Volkspartei. Zuerst der Ist-Zustand. Die ÖVP steht nicht vor einem Neustart. Dazu ist einfach zu wenig passiert. Ein Austauschen von Köpfen und Personen, auch wenn die grundsätzliche Haltung etwas anders ist, wird die ÖVP jetzt nicht in eine völlig neue Position bringen. Aber sie hat auf jeden Fall ein paar Chancen gewonnen. Neue Chancen also, da geht es zuerst einmal um den Parteiobmann selbst. Wie kommt Reinhold Mitterlehner eigentlich bei den Wählern an? Mitterlehner hat sehr gute Werte. Er zählt zu jener Gruppe der Politiker, die über ein positives Vertrauen in der Bevölkerung verfügen. Er kommt durchaus als tatkräftig an, auch pragmatisch, sozialpartnerschaftlich geprägt. Das heißt als Konsenspolitik österreichischer Schule. Das wird er möglicherweise ein bisschen differenzieren müssen, denn er wird jetzt mehr in den Konflikt gehen müssen, sowohl mit dem Koalitionspartner als auch in der Partei. In den Konflikt gehen, das muss er wohl schon bei der Frage, wer hier ins Finanzministerium als Minister einzieht. ÖVP-Chef Mitterlehner habe zwar freie Hand bei der Personalauswahl, heißt es, offiziell, doch es ist die ÖVP und bei Postenbesetzungen wollen traditionell auch Bünde und Länder ihre Leute in hohen Positionen sehen. Zurzeit bringen sich Niederösterreich und die Steiermark ins Spiel. Man sollte dem Parteiobmann hier wirklich einen breiten Spielraum geben. Natürlich wird er versuchen, im Rahmen der Möglichkeiten hier
die einzelnen Gruppierungen der ÖVP abzubilden. Aber das ist ein verengtes Spiel. Die ÖVP ist keine klassische Volkspartei mehr. Man kann nicht mehr alle bedienen. Das Finanzministerium sei eine Schlüsselentscheidung, sagt Meinungsforscher Bachmeier, auch inhaltlich im Hinblick auf die Steuerreform. Hier wird Mitterlehner sicherlich Akzente und Zeichen setzen müssen, aber gleichzeitig auch wahrscheinlich in einer Kernfrage weiter die Linie von Spindelegger fortsetzen müssen, nämlich die Frage der Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer mit einem klaren Nein. Jedes Aufweichen würde ihm bei der konservativen ÖVP-Klientel sehr schaden. Gerüchte um mögliche Finanzminister gibt es ja viele. Eines ist aber klar, Mitterlehner bleibt Wirtschaftsminister. Ich glaube, das war schon ein ganz wesentlicher, schlauer und vernünftiger Schachzug von ihm. Und alles Weitere ist ja nicht so alleine an Köpfen festzumachen. Vieles ist wirklich konsequenter Reformeifer, der in die Umsetzungsphase kommen muss. Jetzt geht es aber schon um die Köpfe. Die Gespräche laufen und am Montag sollen die neuen Regierungsmitglieder angelobt werden. Abgesegnet wird das dann alles wieder hier in der ÖVP-Zentrale. Fast ein halbes Jahr ist vergangen, seit eine Boeing 777 der Malaysia Airlines verschwunden ist. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse und neue Spekulationen. Mehr dazu gleich nach den Meldungen des Tages. In Ankara ist heute Recep Tayyip Erdogan als türkischer Präsident angelobt worden. Er ist der erste vom Volk direkt gewählte Präsident. Die Opposition boykottiert seine Vereidigung. Sie befürchtet, dass er Parlament und Justiz schwächen und damit seine Macht weiter ausbauen will. Bei der Lufthansa-Tochter Germanwings streiken morgen von 6 Uhr früh bis 12 Uhr mittags die Piloten. Etwa 15.000 Passagiere sind von ausfallenden Flügen betroffen. Darunter auch 8 Verbindungen zwischen Wien und Stuttgart, Köln und Hamburg. Der Streik folgt auf gescheiterte Gehaltsverhandlungen. Die Volksbanken AG ÖFAG hat 203 Millionen Euro Verlust im ersten Halbjahr gemacht. Schuld am Verlust ist die Tochterbank in Rumänien. Die ÖFAG gehört zu 43% der Republik und wird bis September dem europäischen Bankenstresstest unterzogen. In der chinesischen Guizhou-Provinz hat nach heftigem Regen ein Erdrutsch ein Dorf verschüttet. 7 Menschen sind gestorben, 20 werden noch vermisst. Die Rettungsarbeiten in Schlamm und Trümmern waren anfangs schwierig, weil der Regen angedauert hat. In Wien-Margareten ist durch eine Druckwelle, ausgelöst von einer Gasexplosion, das Dach eines Wohnhauses abgedeckt worden. Die Bewohner der beiden oberen Stockwerke wurden evakuiert, verletzt wurde niemand. Ob die Bauarbeiten auf dem Dach die Explosion verursacht haben, ist unklar. 2 Flugzeugunglücke innerhalb von 4 Monaten. MH370 verschollen, MH17 abgeschossen. Das würde wohl jede Fluggesellschaft in die Knie zwingen. Die Malaysia Airlines steht jetzt vor dem Aus. Das Unternehmen soll verstaatlicht, tausende Mitarbeiter entlassen werden. Für beide Katastrophen, bei denen mehr als 500 Menschen starben, dürften nun auch Entschädigungszahlungen in Millionenhöhe fällig werden. Beide Flugzeugabstürze sind zudem äußerst mysteriös. Das Verschwinden des vor mehr als 5 Monaten abgestürzten Flugzeuges gibt jetzt neue Rätsel auf, berichtet Ilona Kreuter. Fast 6 Monate nach dem Verschwinden von Flug M370 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking fehlt noch immer jede Spur. Die teuerste Wracksuche aller Zeiten geht aber weiter. Und es gibt wieder einen neuen Hinweis. Ein bisher nie erwähnter Anruf per Satellitentelefon sei jetzt aufgetaucht, erklärt der australische Vizepremierminister Warren Truss. Dieser Versuch, Kontakt mit der Crew aufzunehmen, nachdem das Flugzeug von den Radarschirmen verschwand, sei zwar fehlgeschlagen, doch anhand der Daten des Anrufes ließe sich die Flugroute präzisieren. Das Flugzeug ist demnach schon früher als bisher angenommen nach Süden abgebogen. Das bisherige Suchgebiet lässt sich so weiter eingrenzen. Fragt sich nur, warum erst jetzt? Ich würde mal schließen, dass die Untersuchungsbehörden längst über diese versuchte Kontaktaufnahme mit dem Satellitentelefon Bescheid gewusst haben. Und jetzt wurden diese Daten veröffentlicht. Auch der Absturz von Flug MH17 vor gut einem Monat über der Ostukraine wirft viele Fragen auf. Um die Ermittlungen ist es auffällig still geworden. Zwar sind Experten in diesem Fall dabei, sowohl den Flugdatenschreiber als auch den Stimmenrekorder auszuwerten, publik wurde aber noch nichts. Dass der Absturz ein Abschuss war, steht für die meisten außer Frage.
Doch wer die Boeing mit 298 Menschen an Bord abgeschossen hat, mit welchem Geschoss, von wo aus und aus welchem Grund, liegt völlig im Dunkeln. Dem Westen werfen Kritiker nun jedenfalls vor, Beweismaterial zurückzuhalten. Der niederländische Sicherheitsrat, federführende Behörde bei den Ermittlungen, verweist lediglich auf einen Zwischenbericht, der Anfang September erscheinen soll. Teilergebnisse zur Analyse der Blackbox werde man aber nicht veröffentlichen, heißt es. Wenig Tröstliches also für die Angehörigen der Opfer. Und auch der Malaysia Airlines wird das nicht mehr helfen. Immerhin galt die Fluglinie vor diesen Ereignissen als äußerst beliebt und verlässlich. Eine gute Nachricht haben wir heute und die haben wir uns für den Schluss aufgehoben. Das Wetter erinnert sich daran, dass August ist. Kurz aber doch wird's morgen recht sommerlich. Das nächste Tief nähert sich jedoch schon von den britischen Inseln. Am Wochenende wird es unbeständig. Morgen gibt's in der Früh stellenweise Nebel, tagsüber dann viel Sonne und im Westen gegen Abend ein paar gewittrige Schauer. Nach einer kalten Nacht liegen die Höchstwerte um 25 Grad. Am Wochenende stellt sich das Wetter um. Von Westen her treffen wieder Regenwolken bei uns ein. Am freundlichsten dürfte es noch am Samstag im Süden sein. Von allen Dreisat-Zuschauern muss ich mich an dieser Stelle schon verabschieden. Mit den besten Grüßen aus Wien. Und ich habe jetzt noch einen Hinweis auf das Wirtschaftsmagazin Eco für Sie. Heute geht es um die großen Brocken, die der neue Finanzminister zu bewältigen hat. Es geht um das Millionengeschäft, das rund um Garten und Terrasse gemacht wird. Und Eco zeigt Rezepte, wie Regionen den Wintertourismus wegen Schneemangels umgestellt haben auf ein Ganzjahresangebot. Das alles gleich nach der ZIP 2. Um 23.30 Uhr meldet sich dann in der ZIP 24, in ORF 1 ZIP 24 und die berichtet dann auch über das Ergebnis von Rapid in der Europa League. Rapid ist nämlich soeben mit 3:3 ausgeschieden. Das war's von uns für heute. Ich verabschiede mich bis morgen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.